Ja, oberste Priorität hat im Moment nur eins. Bitte nur auf eins achten. Ja, nur eine Sache beachten. Die wissen, talkt über Wir 2020, Bodo Schiffmann, über 5% bei der Bundestagswahl und mitregieren, wie das geht sozusagen. Ja, bitte, liebe Servus TV, KenFM, bitte informiert diese Sender, sprecht die an. Ja, Servus TV, KenFM, 5 Ideen, Punkt Preradovic, RT Deutsch, jetzt nur über ein Thema berichten. Wir 2020, Bodo Schiffmann und wie mit der Hilfe der Next Scientists for Future.de als Reibungspunkt ein ideales Parteiprogramm konkretisiert werden kann, also das bisherige Parteiprogramm präzisiert und konkretisiert werden kann, sodass man dann das Potenzial derjenigen 56% erreicht, dass die Next Scientists for Future in einer Test-Bundestagswahl erreicht hatten. Ja? Und hoffentlich schaffen wir dann von den 56% 15% im ersten Anlauf mitregieren und dann die deutsche Politik mitbestimmen. Ja? Darum muss es jetzt gehen. Ja? Und ich lese mal noch die anderen vor hier. Nach Lehrer Mafü, Kai Stut, Creative Caravan, Kölner Karneval, Oval Media, Rubicon, Bittel TV. Wenn Sie irgendwas über diese Sender wissen, nehmen Sie Kontakt auf und bitten Sie die jetzt kontrovers Sendungen zu machen darüber, ob die Reform, ach so, Sie finden unter dieser Sendung ja die Links zu den wichtigen Sendungen und auch das Gespräch mit den Wir 2020-Mitgliedern des entstehenden Landesverbandes Hamburg über die erste große Reform, die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Ja, und hier dann, also RPP-Institut, IT Video and Content, GGB Lahnstein, Ärzte für Aufklärung, Klagemauer TV, Wissensmanufaktur, Eva Herrmann, Der fehlende Part, Stiftung Corona-Ausschuss, Nachdenkseiten, Olli, und Olli redet, Nuoviso TV, GDTV Schwäbisch Gmünd, PI, Politik Spezial, die Stimme der Demokratie, Ach gut, Pogo, Langemann Medien, Archivkanal Dave Brüch, ja? Also bitte alle jetzt kontrovers diskutieren. Kriegen wir die sensationelle Wende hin? Sozusagen die Rettungswende, die dafür sorgt, dass wir nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona bekommen, ja? Kriegen wir diese Wende jetzt hin? Denn sozusagen, ohne dass wir politisch was verändern, wird nichts kommen. Also mitregieren statt rumreden, ja, besonders nochmal dieser Satz hier heute. Alle Corona-Nachdenklichen, jetzt mitregieren mit Wir 2020, Bodo Schiffmann, alles andere ist Zeit vergeuden. Also nochmal ganz deutlich, ja, liebe Leute, also darum geht's jetzt. Das jetzt gilt es, ne? Und zweite Nachricht ist, aber dazu nehme ich das Tagesbild, zweite große Sensation. Wir hatten eine Konferenz beim Weltrat, eine Telefonkonferenz mit einigen vom Weltrat und von den Next Scientists for Future. Und das Ergebnis ist sensationell. Wir haben jetzt eine Kurzformel gefunden. Die Kurzformel lautet VIs aussterben lassen durch PAs. Also Weltrettungsformel, VIs aussterben lassen durch PAs. Und nur darauf werden wir uns jetzt konzentrieren. Alle anderen ist ja schön, in den 700 Sendungen wurde sozusagen die Weltkunde beigebracht, das, was man eigentlich in der Schule hätte lernen sollen, in den 700 Sendungen. Und jetzt bringen wir es auf den Schlüsselpunkt, auf den entscheidenden Punkt der Weltrettungsformel.
VIs aussterben lassen durch PAs. VIs heißt vorteilbringende Irrtümer, die unser Leben zerstören, die uns Glück wegmanipulieren, die uns in Kriege rein manipulieren, wollen wir aussterben lassen durch positive Anreizsetzungen, durch positive Anreize, durch PAs sozusagen. Ja, das ist eigentlich alles. Und danach wird sich alles von selber lösen. Alles, was wir in der Weltkunde aufgezeigt haben, dass also unser ganzes Leben falsch ist, weil wir eben durch die vorteilbringenden Irrtümer denaturiert wurden, alles denaturiert wurden, wie unser Leben zerstört wurde, Kriege provoziert wurden und so weiter. Ja, und ich mache es nochmal, also noch einmal die Formel: VIs aussterben lassen durch PAs. Und das mache ich jetzt nochmal ganz kurz hier deutlich. Ich mache es wieder am Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum bei Corona. Ja. Zum Beispiel hat einer gerade eine kritische Sendung gemacht über Corona und hat also Schiffmann, Bhakti und Wodak kritisiert sachlich. Und sagt, diese Daten wären falsch, der Test wäre viel genauer als behauptet wird und so weiter. Und dann ist jetzt aber auch eine Sendung über Schweden wiedergekommen, die ist jetzt in der Playlist 4 im Endbereich jetzt drin, auf dem Sender News und Talks zu finden. Ja, Playlist 4 im Endbereich, also die neuesten Sendungen. Und das ist genau der Punkt, ja, dieser Kritiker. Also hier haben wir die wahrheitsorientierten Leute und hier haben wir die nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sich zwangsläufig irrenden Leute. Und wir haben die Rahmenbedingungen freier Markt und freier Arbeitsteilung als Basiserfindungen. Ja. Und dann sagt jetzt dieser Mann, bezieht sich auf die Zahlen, ja, und auch auf die falschen Zahlen über Schweden und sagt, nein, also die haben alle Unrecht. Schiffmann, Bhakti und Wodak haben alle Unrecht, ja. Aber er übersieht dabei, dass in Schweden die Zahlen völlig anders sind, nämlich dass die echten Zahlen aufzeigen, dass in Schweden innerhalb der letzten 10 Jahre quasi das jetzige Jahr nur das fünft oder sechstschlimmste von den Sterbezahlen ist. Also hätte man eigentlich in 5 oder 4 anderen Jahren ja eigentlich einen Lockdown machen müssen, weil dort die Sterbezahlen, die Wintersterblichkeitszahlen wesentlich höher, also nicht wesentlich, aber höher waren als bei Corona. Und im letzten Jahr war in Schweden eine so niedrige Sterblichkeit, dass man fast vermuten könnte, es ist jetzt eine Nachholsterblichkeit. Die, die damals verschont wurden, aber eigentlich schon sehr schwach und vom Immunsystem und schon sehr stark vorerkrankt sind, die wurden jetzt durch das etwas stärkere Corona dann jetzt mit abgeräumt und dadurch sind die Zahlen jetzt künstlich überhöht, auch durch diesen Faktor künstlich überhöht. Wenn man das mit einberechnen würde, dann wäre das wahrscheinlich, wären vielleicht 7 andere Jahre schlimmer als dieses 2020 Corona-Jahr. Sozusagen. Also, und wenn man nach Weißrussland jetzt gründlich analysieren würde, wir haben ja auch einige Sendungen in den Playlists drin aus Weißrussland, ja, dann ist es ja noch viel krasser. Das heißt also eigentlich ganz klare Aussage, der ganze Lockdown war wahrscheinlich von Anfang an völlig sinnlos, weil die wirklichen Daten eben fürs Gegenteil sprechen. Ja, auch wenn man dann zum Beispiel in Schweden und in Weißrussland, ja, die normale Tagessterblichkeit und Jahressterblichkeit mit den winzigen Zahlen, also in Schweden, wie viel sterben da jedes Jahr? Also wenn bei uns 900.000, also ungefähr 120.000 Corona-Tote sind in Schweden jedes Jahr völlig normal, in Weißrussland genauso. Und damit sind die verglichenen 5.800
diesjährigen Corona-Zahlen sind also nur ein winziger Teil der Jahressterblichkeit von 120.000. Also überhaupt nicht besorgniserregend. Und wie gesagt, diese eine Sendung stellt die Reihe auf, dass es eben in den letzten 10 Jahren vier bis 5 Jahre gab, in denen mehr gestorben wurde als in diesem Corona-Winter und das praktisch ohne Lockdown, ohne Maßnahmen und so weiter. Das heißt, alles zusammen spricht eindeutig dafür, dass die Maßnahmen von vornherein sinnlos und unnötig waren und dass sich jetzt halt natürlich niemand das Gesicht verlieren will, ist ja auch verständlich. Jetzt versuchen alle. Und deswegen, weil niemand das Gesicht verlieren will und eben Schweden völlig falsch dargestellt wird, ja, sozusagen, da wird der Hungerwinter verglichen. Dabei waren in Schweden in der Hungerzeit sozusagen, in dem Hungerjahr, da gab es nur circa ein Drittel der Einwohner Schwedens. Also das heißt, in Wirklichkeit sind damals x-fach mehr Leute gestorben als dies Jahr an Corona. Also das sind alles irreführende Zahlen. Ja? Aber die braucht man halt jetzt, um das Gesicht nicht zu verlieren. Und da also natürlich die Regierung und die Medien alles tun werden, ihr Gesicht nicht zu verlieren, gilt wieder die Formel. Nur jetzt über wir 2020 und Bodo Schiffmann diskutieren und über die Reformdiskussion mit den Next Scientists for Future, die ja jetzt begonnen hat, diskutieren und alles andere und nur darüber noch Sendung machen. Denn das andere hat keinen Sinn. Wir kommen nicht gegen diesen Wunsch, das Gesicht nicht zu verlieren, werden wir nicht ankommen. Ja? Ja? Also Bodo Schiffmann wird ja jetzt überall beleidigt und so weiter. Ja, weil alle die jetzt ihr Gesicht nicht verlieren wollen, die kämpfen mit aller Macht darum, ihr Gesicht nicht zu verlieren. Und deswegen müssen wir die Wahl relativ gewinnen mit mindestens 15%. Ja, und dann mitregieren. Ne? Und jetzt also nochmal hier, der sich Irrende, also jetzt dieser sich Irrende, der also die Zahlen mit Schweden völlig falsch einschätzt und der sich über die Tests und so weiter sozusagen darüber redet und so weiter, der erhält sozusagen diesen Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum weiter aufrecht. Und jemand, der eben Gefährlichkeiten überschätzt, verkauft im Durchschnitt mehr Impfungen, mehr Tests, mehr Behandlung, mehr Maßnahmen und alles Mögliche verkauft er mehr. Also erweist sich unter Bedingungen von freiem Markt, also sozusagen dieser Irrtum als vorteilbringender Irrtum. Und er kann dadurch 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel, kann also breitet sich aus, auch sein vorteilbringender Irrtum breitet sich aus. Er wird zum Vorfahren von Drosten, Wieler und Lauterbach und diese vorteilbringenden Irrtümer werden alle zum Mainstream-Wissen des Medizinstudiums. Und das ist eben genau der Punkt, dass die Wahrheiten tendenziell aussterben unter Bedingungen von freiem Markt und die vorteilbringenden Irrtümer sozusagen sich massenhaft ausbreiten. Und deswegen müssen wir jetzt positive Anreize setzen, sodass also die bisher vorteilbringenden Irrtümer sich als dann als nachteilbringende Irrtümer erweisen. Und wir müssen sozusagen, also zum Beispiel, indem der Arzt belohnt wird, je gesünder und glücklicher sich die Menschen entwickeln, je seltener sie krank werden, zum Beispiel dadurch würden all die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und würden quasi in die Aussterbensposition rücken und die bisher nachteilbringenden Wahrheiten würden zu Vorteil bringenden Wahrheiten werden und würden sich dann blitzschnell ausbreiten und die Next Scientists for Future würden dafür sorgen, dass wir innerhalb einer Woche alle diese zentralen vorteilbringenden Irrtümer in Frage stellen und dann jeder Hausarzt sich völlig und jeder Arzt sich völlig neu orientieren kann, wissensmäßig. Und das wird alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese Umschulung könnte man sagen, diese Weiterbildung und Umorientierungsbildung. Ja? Also das heißt,
Wie heißt die Formel? Bisher, also VIs aussterben lassen durch positive Anreize, sodass am Ende überall nur noch Wahrheiten übrig bleiben. Und dann ist unser Leben nicht mehr zerstört. Uns erwartet eine friedliche, kerngesunde, total glückliche Zukunft mit tausendmal mehr Lebensqualität als bisher. Ne? Das ist der Lösungsweg. So, und jetzt noch die Kurznachrichten schnell. Also, die vorteilbringenden Irrtümer, wir konzentrieren jetzt, wir formulieren auch alles in dieser Sprache, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja? Zum Beispiel, wir haben viele Berufsstände in Deutschland, die sozusagen in der Betreuung von sozial Schwachen, Obdachlosen, Asylanten, Migranten, Einwanderern und so weiter, die damit ihr Geld verdienen und die dann größere Karriere machen können, wenn es mehr davon gibt. Und was ist dann ein entscheidender vorteilbringender Irrtum bei dem Ganzen sozusagen? Was ist dann ein vorteilbringender Irrtum, der typisch ist für diesen Beruf, diese Berufsstände? Sie alle, genauso wie für den Arzt zum Beispiel, die Gefährlichkeitsüberschätzungen bei Viren zu den vorteilbringenden Irrtümern gehört. Und so typischerweise übrigens auch eine Gefährlichkeitsunterschätzung bei den Krankenhauskillerkeimen zu den vorteilbringenden Irrtümern gehört, weil man natürlich mehr Geld verdient, wenn die Leute durch Krankenhauskillerkeime zusatzinfiziert werden, dann kann man wieder noch mehr verdienen an diesen Zusatzerkrankten, ja. Und hier haben wir, also das ist jetzt zum Beispiel der typische vorteilbringende Irrtümer aller Sozialberufler, die sich also mit Schutzsuchenden, Migranten und so weiter und mit sozial Schwachen beschäftigen, deren Grundthese ist, alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind potenzielle Genies. Wenn sie jetzt nicht leistungsfähig beruflich sind, dann hatten sie nur eine zu schlechte Bildung. Aber im Prinzip sind alle Menschen gleich und alle potenzielle Genies. Jedes Kind, das neu geboren wird, ist ein potenzielles Genie. Deswegen ist es ja gut, wenn viele Migranten kommen und die viele Kinder bekommen, egal welche berufliche Qualifikation sie mitbringen oder nicht. Jetzt ist es aber so, dass das naturwissenschaftlich bewiesen ein Riesenirrtum ist, also ein vorteilbringender Irrtum ist, den wir durch positive Anreize, wir müssen also diesen Berufsständen hier jetzt also positive Anreize setzen, sodass die also mehr Erfolg haben, je besser es wirtschaftlich der Bevölkerung geht, je wohler sich, je besser die Wohlfühlstimmen der Ursprungsbevölkerung sind und so weiter. Und dadurch wird dann also sozusagen jeder im Sozialbereich Tätige dann am meisten belohnt, wenn es dem Land wirklich besser geht. Dadurch wird er dann diesen vorteilbringenden Irrtum hinterfragen und wird sich klar machen, dass wir natürlich gerne Zuwanderung haben, aber immer nur die klügsten, die mit den größten Gehirnen, weil wir faktisch die Evolution, also bei den Erwachsenen, Gehirne von 900 Milliliter, also 0,9 Liter bis 2 Liter, die Spannbreite ist und im Durchschnitt die mit den 2 Liter Gehirnen auch die intelligentesten und die beruflich leistungsfähigsten sind im Durchschnitt. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Ja? Und das bedeutet also, dass sozusagen sie sich dann mit den naturwissenschaftlichen Fakten beschäftigen, ihren vorteilbringenden Irrtum aufgeben, ihn durch Wahrheiten ersetzen und dann eben dafür plädieren werden, dass eben Asylanlagen errichtet werden mit Einwanderungszentren in den Asylanlagen und dass dann natürlich sie alle dafür plädieren werden, dass nur die Leute mit den größten Gehirnen und den größten Kompetenzen und so weiter nach Deutschland kommen dürfen und alle anderen von den Asylanlagen dann wieder in ihr Heimatland zurückgehen müssen sozusagen und no way nach Deutschland sozusagen. Aber wir müssen uns eben klar sein,
Ja, im Moment sind das riesige Zahlen von Berufsgruppen, die ganz viel dadurch verdienen und Karrieren machen, dadurch, dass sie diesen vorteilbringenden Irrtum hochhalten und also sozusagen überhaupt kein Problem damit sehen, sozusagen, dass eventuell Massen an Leuten nach Deutschland kommen oder auch sozial Schwache eventuell Kinder mit sehr kleinen Gehirnen bekommen, die dann wirtschaftlich sozusagen, also den Durchschnitt der Gehirn Gehirngröße in Deutschland immer weiter verkleinern sozusagen, sodass wir immer mehr degenerieren, immer dümmer werden, immer weniger wirtschaftlich konkurrenzfähig werden und irgendwann alles ruiniert ist sozusagen. Ja, ja dann mal weiter. So. Ja. Also, das heißt, ja, diese Berufsgruppen ignorieren die Tatsache der Normalverteilung und aller zugehörigen Informationen darüber, dass eben Mutation und Selektion, also die Evolution, ein systematischer Ungleichheitsgenerator ist und eben ständig Kinder mit unterschiedlich großen und leistungsfähigen Gehirnen geboren werden, ja? So, und aus diesem Ignorieren der naturwissenschaftlichen Tatsachen folgt dann auch der Satz, wir haben Platz, weil wenn alle Genies sind, dann können ja auch ruhig Leute reinkommen, ja, denn dann könnte man ja sagen, wir füllen anstatt dass unsere klügsten Leute selber Kinder bekommen im Lande oder wir Zuwanderung von den klügsten aus aller Welt bekommen, in allen Hautfarben und so weiter. Stattdessen kann man ja dann einfach die fehlenden Leute einfach mit Flüchtlingen und Migranten und so weiter auffüllen, denn da die ja auch alle Genies sind, ist das ja kein Problem. Also verstehen Sie, wenn man einmal diesen antinaturwissenschaftlichen vorteilbringenden Irrtum glaubt, dann ist ja alles daraus wieder zwangsläufig, ja? Und ja. Das ist der Ablauf des Ganzen. Ne? So, dann vorteilbringende Irrtümer, ja. Die dienen auch zur Ankurbelung von Ineffizienz und Neukundenbeschaffung. Ja? Also, zum Beispiel im Arbeitsamt. Entwickeln sich vorteilbringende Irrtümer, also fängt ja immer mit einer Person an, die einen vorteilbringenden, also einen Irrtum aufbringt und der erweist sich dann als vorteilbringend und er breitet sich dann im Arbeitsamt aus. Und dadurch haben die Arbeitsamtmitarbeiter alle vorteilbringende Irrtümer im Kopf, die dazu führen, dass also man völlig ineffizient bei der Arbeitsplatzbeschaffung der Leute wirkt und im Prinzip eigentlich die Arbeitslosen im Wesentlichen alleine lässt, anstatt sie an der Hand zu nehmen und von Betrieb zu Betrieb gemeinsam zu gehen und dann unkonventionelle sozusagen auszuhandeln, dass jeder eine Chance bekommt und wer gar keine Chance bekommt, der hilft dann in den ehrenamtlichen Einrichtungen aus und dafür gibt es dann eben auch Verdienstzuschläge für die Arbeitsamtmitarbeiter. Das heißt, durch die positiven Anreize sorgen wir dafür, dass die vorteilbringenden Irrtümer, die also zur Ineffizienz führten, auch bei der Polizei zur Ineffizienz führten und dann zur Neukundenbeschaffung führten. Bei der Polizei wäre das mehr Kriminalität fördern und mehr Kriminelle produzieren sozusagen. Und die positiven Anreize drehen das Ganze um, sodass also sozusagen dann hocheffizient etwas gegen Arbeitslosigkeit getan wird und gegen Kriminalität getan wird. Ne? Also immer geht es um die gleiche Formel: VIs aussterben lassen durch PAs, also durch positive Anreize. Ja, und wir sprechen jetzt immer nur noch in diesen vorteilbringenden Irrtümer.
und aussterben. Wir haben früher andere Worte benutzt und wir konzentrieren jetzt, damit die Sprache einheitlich ist, alles auf diese Kurzformel. Ja? Ja. Entscheidend ist bei allem, dass wir für das wasserdichte, wetterfeste Setzen der richtigen positiven Anreize stehen. Und das können eben, weil sie brauchen ungefähr 40 Jahre, ohne 40 Jahre Naturwissenschaftserfahrung, vor allem auch evolutionsbiologische Erfahrung, sollte man sich daran eher nicht versuchen, sozusagen wasserdichte, wetterfeste, positive Anreize setzen zu können. Das geht mit Sicherheit schief. Das kann man einfach nicht. So wie Sie, auch wenn Sie jetzt als Anfänger hingehen würden und eine Statue in schönstem Formen und so weiter zu erstrahlen zu lassen, Sie würden das nicht hinkriegen. Sie brauchen schon die jahrzehntelange Routine der besten Künstler sozusagen. Und das ist eine Kunst, wetterfeste und sozusagen wasserdichte positive Anreize zu setzen. Da? Ja, und dann ist auch so eine Idee kurz zwischendurch. Ja, vielleicht über die die Healthy Lifestyles Clubs der Hausärzte-Teams und so weiter. Vielleicht gehört dann auch eine Gesundheitskneipe am Eck mit dazu. Auch wieder ein sozialer Treffpunkt. Ja, so für jeden Tag. Ja, neben Sport und Tanz und Singen und Musizieren und so weiter. Ja. Also Chöre und so weiter. Alles pa mögliche Partner von Hausarztteams, ne? Sodass unser Sozialleben am Ende sozusagen im Rahmen der Healthy Lifestyle Clubs stattfindet. Was brauche ich mehr? Da habe ich meine geliebten Personen, meine Freunde, meine Familie. Alles ist in dem Healthy Lifestyle Club und meines Hausarztes. Alles ist dann zusammen und wunderbar und die Menschen haben wieder ein intensives Sozialleben. Vielleicht gehören irgendwann sogar Gesundheitsrestaurants dazu oder die Bürgerhäuser sowieso und die Sporthallen sowieso und die Schulturnhallen sowieso und so weiter. Ja, und dann nochmal der Stichwort. Ja, vielleicht sind wirklich Gewerkschaften das Problem. Man sagt ja immer, der Euro, das wäre so ein Problem für Italien und für Griechenland. Ja, vielleicht ist das gar nicht das eigentliche Problem, sondern vielleicht sind es die Mindestlöhne, die Tariflöhne und die Gewerkschaften, die verschwinden müssen, damit eben jedes Land wirklich konkurrenzfähig wird mit dem, was es hat. Ja, und nicht sozusagen die Tariflöhne. In Italien sorgen dafür, dass Deutschland keine Konkurrenz bekommt, weil die Fiats nicht billig genug verkauft werden können, um VW Konkurrenz zu machen. Ja? Und das ist, vielleicht ist das das eigentliche Problem. Sollten wir darüber diskutieren. Ne? Also wir haben ja auch bei den Next Scientists for Future gibt es ja auch eine eigene Abteilung sozusagen, ja, die eben auch wieder die vorteilbringenden Irrtümer in den Unternehmen aufspürt, also wo Dr. Markus Krall kritisiert ja auch sozusagen an den Großunternehmen, dass eben da eben sozusagen eben auch die Manager sich in vielerlei Hinsicht oder überhaupt in der Firma kann ja es immer vorkommen, dass sich Leute gegen die Firmenziele verhalten und für ihre eigenen Ziele verhalten sozusagen. Und deswegen müssen wir auch dort wieder die vorteilbringenden Irrtümer aufspüren und aussterben lassen durch positive Anreizsetzung. Also im Prinzip auch dort wieder Leistungsranglisten, vergleichbare Situationen schaffen, Tandemsysteme schaffen und so weiter in Unternehmen. Wir haben ja auch angeboten, dass wir anstatt eines Staates auch gerne kostenlos ein Großunternehmen bereit wären zu reformieren und das dann
zum Marktführer zu machen, sodass dann alle sehen, dass unsere Formel VIs aussterben lassen durch PAs, dass die überall gilt und die allgemeine Weltrettungsformel ist der Zukunft. Ja? Ja, und das ist eben auch das einzige Menschheitsproblem. Denn alles andere, was wir auch in der Weltkunde angesprochen haben, das sind ja alles nur die Folgeerscheinungen dessen, dass wir bis jetzt, die Menschheit bisher nicht begriffen hat, dass sie nach der Erfindung von Tauschhandel und freiem Markt und freier Arbeitsteilung eigentlich sofort hätte Wege suchen sollen, VIs aussterben zu lassen durch PAs. Ja, also. Dann geht's hier weiter. Ja, wir haben die neue Weltformel gefunden. Ne? Ja, und dann ist wieder ein neuer vorteilbringender Irrtum aufgetaucht, der jetzt richtig Geld bringt. Nämlich Professor Streeck hatte gesagt, eine Doppelansteckung sei kein Problem normalerweise zwischen Corona und Grippe gleichzeitig, sei nicht gefährlich. Aber der vorteilbringende Irrtum ist schon längst rumgegangen und jetzt sind schon Sendungen gekommen, die also sozusagen so nach dem Motto, Leute, kauft Impfung, weil Corona plus Grippe wäre gefährlich, ja? Also schon wieder ist ein vorteilbringender Irrtum entstanden und der bringt jetzt richtig Geld, ne? Und richtig Umsatz. Also müssten wir da auch wir müssen deswegen brauchen wir die Gesundheitsreform, positive Anreize setzen und dann verschwinden diese vorteilbringenden Irrtümer. Ja. Ja. Und dann zum Beispiel, wir haben ja auch den vorteilbringenden Irrtum, ja, ich habe es ja schon oft erklärt, dass also zum Beispiel alle vorteilbringenden, also alle Irrtümer, die Sexualität unterdrücken und verurteilen und für schlecht finden, für eklig und so weiter, die führen dazu, die erweisen sich, haben sich erwiesen als vorteilbringende Irrtümer und dann unterdrücken die Leute ihre Sexualität und in Indien kommt es zu Gruppenvergewaltigungsmorden und zum Beispiel könnten solche vorteilbringenden Irrtümer, die dürften sich auch ausbreiten in der Polizei und in der Justiz, denn die haben jetzt mehr zu tun dadurch, dass es nämlich wegen der Sexualitätsunterdrückung zu Gruppenvergewaltigungsmorden kommen und so breiten sich dann überall in den entsprechenden Behörden und natürlich auch in der Konsumsuchtindustrie breiten sich natürlich alle diese vorteilbringenden, sexualitätsunterdrückenden Irrtümer aus und viele bereichern sich jetzt und profitieren oder machen Karriere anhand der indischen Gruppenvergewaltigungsmorde. Ne? Und deswegen werden die auch immer weiterlaufen, weil das immer für irgendwelche Leute Gewinne bringt, weil eben die positiven Anreize fehlen, die in allen das Interesse daran erzeugen, dass diese Gruppenvergewaltigungsmorde aufhören, endgültig. Ne? Die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialberufler infizieren die jungen Leute wiederum, zum Beispiel bei Fridays for Future, und machen sie zu Weltrettern, Tierrettern, Naturrettern, Flüchtlingsrettern, wir haben Platzrettern und so weiter. Ja, weil letztendlich am Ende sozusagen die Sozialberufler alle dadurch Karriere machen und viel Geld verdienen, dass es eben mehr Sozialfälle gibt, mehr Asylfälle gibt, mehr Migrationsfälle gibt. Ja, und diese Tendenz sozusagen, ja, sozusagen dieser vorteilbringende Irrtum, Deutschland sei stark und reich, wer denn noch, ne? Wie lange noch, ne? Dieser vorteilbringende Irrtum, Deutschland sei stark und Deutschland müsse jetzt, anstatt die Nachbarn zu retten, muss man jetzt die Welt retten. Anstatt die Nachbarn zu retten, muss man jetzt alle Tiere auf der Welt retten. Anstatt die Nachbarn zu retten, muss man jetzt die Natur retten und alles retten und Migranten.
Juden retten und Flüchtlinge und Asylanten retten und alle retten, weil wir sind ja, der vorteilbringende Irrtum sagt ja, wir sind so stark und alle, die zu uns kommen, sind sowieso Genies und deswegen tun wir ja nur Gutes, wenn wir die Grenzen aufmachen und alle reinlassen. Wollen wir sie reinlassen? Ja, alle rein, wir haben Platz und so weiter. Und damit werden die, mit solchen vorteilbringenden Irrtümern sind die jungen Leute infiziert worden und wissen gar nicht, von was sie reden und jetzt und zerstören alle gemeinsam potenziell Deutschland. Ne? Ja. So, also das andere habe ich hier schon gesagt, nämlich dass diese schwedische Sendung wieder wie die vielen anderen Sendungen, wir wissen ja nicht, was davon gelöscht wird aus den Playlists raus, aber wir haben ja viele Sendungen in den Playlists über Schweden und Weißrussland, die eindeutig zeigen, sozusagen, der Lockdown war sinnlos, Weißrussland beweisen das und Schweden beweisen das. Bei diesen Detailfragen wie Tests und so, da begibt man sich auch in ein schwieriges Fahrwasser, da kann jeder behaupten, was er will und das ist unheimlich schwer, da wirklich genau zu wissen, was ist, denn ich habe doch keine Ahnung, was ein Test wirklich kann, ob er nun genauer ist als Bhakti schätzt oder ungenauer, das kann ich doch alles nicht nachprüfen, aber was wir ganz klar sehen, ist Weißrussland und Schweden und sozusagen und dass dort in Wirklichkeit, wenn, dann hätte man in Schweden jetzt in den letzten 10 Jahren, 5 Jahre lang einen Total-Lockdown machen können müssen, wenn das wirklich ein Problem gewesen wäre. Und die Schweden haben es genau richtig gemacht. Dies Jahr ist, wenn man dann noch den Nachholeffekt mit einbezieht und dann besondere Effekte wie besonders schlechte Bedingungen in den Altersheimen, die, na gut, die können, kann ja sein, dass die schon in den letzten 10 Jahren auch waren, aber wenn man alles zusammennimmt, kann man ganz klar sagen, den Nachholeffekt noch dazu, dann ist dieses Jahr in Schweden nichts Besonderes los, sondern eine ganz normale, allerhöchstens eine sehr kräftige Grippe, kein Grund für irgendeinen Lockdown oder irgendwelche brutalen Maßnahmen. Und deswegen noch einmal der Grundgedanke, wir werden keine Chance haben, ja? Wir haben keine Chance. Die alle Beteiligten in Deutschland wollen ihr kämpfen mit allen Mitteln, um ihr Gesicht nicht zu verlieren. Die Medien und die Politiker und die werden gewinnen. Wir haben jetzt keine Chance. Wir haben nur bei der Bundestagswahl mit über 15% haben wir eine Chance. Und das geht nur durch Wir 2020, die Intensivierung und Fortsetzung der Gespräche über die 20 Reformen der Next Scientists for Future und das daran reiben, gerne auch noch mit der Gemeinwohlökonomie und vielen anderen Ansätzen wie Bürgerräten und so weiter. Aber wir können über alles diskutieren. Es nur muss gerieben werden und daraus muss ein ideales Parteiprogramm entwickelt werden, eine Konkretisierung des bisherigen Parteiprogramms und dann müssen wir Bodo Schiffmann reaktivieren und bitten, Spitzenkandidat zu werden. Ja, der ist ja im Moment in die zweite Reihe gegangen, sozusagen. Und bitten, Spitzenkandidat zu werden. Und dann bitte alle Sender, bitte berichtet nur noch darüber, macht eine Sendung nach der anderen. Landesverband Hamburg, die Wir 2020, Orga-Team Hamburg, Wir 2020, wie das auch immer heißt. Und ihr könnt ja über die Next Scientists for Future dann auch der Kontakt hergestellt werden. Und wenn ihr das nicht macht, werden wir einfach nur erleben, dass bis zur Bundestagswahl niemand sein Gesicht verlieren wird und wir alle keine Chance haben. Wir können nur noch mit einem Wahlerfolg etwas bewirken und zwar gewaltig. Wir können das ganze Land dann zukünftig schweinegrippefrei und coronafrei gestalten, umgestalten mit der Weltformel. VIs aussterben lassen durch PAs, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, Anreizsetzungen vielleicht noch. VIs
aussterben lassen durch PAAs, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreizsetzung. Punkt. Das war's. Ja, also, tschüssi, bis bald.